Fehlende Euphorie kann man einem Ex-Spieler des VfB Stuttgart auch nicht unterstellen. Pablo Maffeo hat sich direkt nach dem Sieg noch auf Twitter zu Wort gemeldet und hat im Endeffekt unsere Folge benannt. Ja. Hat einfach nur einen Tweet rausgehauen. Wer versteht, versteht. Und für alle, die es nicht verstehen, Sebastian, die Lösung des Rätsels lautet Markus Weinzierl. Genau. Ja. Das muss man dazu sagen, es gibt ein etwas angespanntes Verhältnis zwischen den beiden. Ja, aber der Pablo Maffeo muss es echt persönlich nehmen. Ne? Also normalerweise könnte man sagen, der spielt jetzt seit 2 Jahren, 3 Jahren in Spanien. Dem könnte ja der Weinzierl komplett egal sein. Aber das scheint er irgendwie nicht so richtig vergessen zu haben. Also das ist für ihn was Persönliches. Finde ich gut, finde ich super. Was ich gut finde, dass Pablo Maffeo seine Accountdaten für Twitter mir zur Verfügung gestellt hat und ich einfach meinen persönlichen Hate gegen Markus Weinzierl mit Maffeos Twitter-Account ausleben darf. Nein, aber ganz ehrlich, für so einen Tweet stieße ich ihn zurück in mein Herz. Also, ja, Pablo Maffeo hat sowieso ein ganz, ganz starkes Twitter-Game, der neulich auch irgendeinen Twitterer aus der VfB-Bubble rasiert auf Twitter. Stimmt, da war was, ja. Also, ja, habe ich am Rande nur wirklich mitbekommen. Also seine besten Auftritte überhaupt in Stuttgart, die er je gezeigt hat, auf Twitter. Also, vielleicht sollte er in Zukunft nicht für den VfB, sondern für den Vertikalpass auflaufen. Oder er soll zurück zum VfB kommen und da den Twitter-Account betreuen. Das wäre was. Hm? Social Media Manager, nicht schlecht.